gucke schon unheimlich gerne einfach in fremde Wohnungen. Also ich gucke einfach gerne, wie leben andere, wie haben andere Sachen gelöst. Ich glaube, das war schon immer so. Andere haben irgendwie ein Faible für Mode oder irgendwie. Und für mich war es irgendwie schon immer die Wohnung. Ich habe dann mich bei Instagram angemeldet und geguckt, was machen andere so, und hatte dann irgendwie Spaß daran. Ich habe da irgendwie die Freude entdeckt. Ich habe da erst tatsächlich vor ungefähr einem Jahr mit angefangen. Es war in Elternzeit. Also irgendwie habe ich habe schon immer die Wohnung gerne hübsch gemacht und habe dann in der Elternzeit irgendwie natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt zu Hause. Und am Anfang habe ich natürlich auch da gar nicht so viel von erwartet. Da war das eher so gedacht, ich nutze das auch viel privat. Es war einfach so, ne, einfach mal losstarten und gucken, was sich so ergibt. Und dann hat sich das ja erst mit der Zeit irgendwie ein bisschen auch in diese Richtung hier mehr entwickelt. Also ich würde jetzt sagen, dass ich viel von unserem Zuhause zeige, dass ich zeige, was ich auf Flohmärkten finde, wie man dekorieren kann, aber auch ein bisschen so, was uns betrifft, wo wir gerade sind, was wir so machen. Auch ein bisschen persönlich, weil ich das auch immer ganz schön finde, was steckt eigentlich hinter den Accounts, nicht nur die blanken Bilder, sondern wer steckt eigentlich dahinter? Also gibt es auch mal von Matti und mir ein Bild oder von Luki, je nachdem, wo wir so sind. Also das mag ich auch an der Plattform total gerne, dass es irgendwie... dass es nett ist und dass man, ich habe darüber selbst zwei Freundinnen kennengelernt, mit denen ich mich jetzt gefühlt wöchentlich treffe. Also es ist nicht so anonym und das ist auch nicht so sehr negativ. Also es ist sehr viel positiver Austausch und inspirieren lassen und um Rat fragen. Also das finde ich irgendwie cool. Also das macht Spaß. Ich glaube auch, jeder kriegt natürlich auch negative Kritik, das gehört einfach dazu. Aber da denkt man auch, also wenn die Leute das nicht sehen wollen, dann sollen sie weggucken. Das ist, ne? Also die müssen sich das ja nicht anschauen. Tatsächlich ist das natürlich auch im Internet einfacher, mal eben schnell mit dem Finger zu zeigen. Das würden Leute auf der Straße nicht machen. Also die würden nicht einen ansprechen und kritisieren über Sachen, die sie eigentlich gar nichts angehen. Also das ist natürlich einfach im Internet. Deswegen ärgert man sich dann schon auch darüber, aber dann muss man auch ein bisschen die Perspektive wechseln und denken, warum macht derjenige das jetzt gerade? Ne? Also es ist ja dann eher ein Problem der Person und nicht von mir. Und meistens versuche ich dann einfach hier rein, da raus und dann ist es durch. Dafür ist das alles zu unwichtig. Dafür gibt es viel wichtigere Sachen. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, glaube ich, oder sowas, dass ein Unternehmen zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich ein Produkt testen will. Deswegen wusste ich gar nicht, was mache ich da eigentlich. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich probiere das aus. Ich nehme die Sachen an, die ich interessant finde, die ich mir auch so vielleicht kaufen würde, aber auf jeden Fall deutlich kennzeichnen, dass ich das eben zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Auch wenn man jetzt mal eine Kooperation eingeht, mich stresst das dann auch. Ich habe dann Angst, dass dann doch irgendwas anderes erwartet wird, als ich leisten kann. Und ich glaube, das würde ich nicht hauptberuflich wollen. Also da bin ich froh, dass das einfach so nett nebenbei ist und ich kann das machen, wenn ich will, und wenn nicht, dann lasse ich es. Und wenn ich da einfach gar keinen Bock mehr drauf habe, dann lasse ich es einfach ganz sein. So.